So, meine Lieben, darf euch willkommen zurück heißen hier im FIFA 15 Ultimate Team. Ausgegebenem Anlass gestern hatte ich euch ja das mögliche neue Konzept hier vorgestellt, das ich verfolgen möchte. Und da kam die Nachfrage, zeig uns doch mal deine Mannschaften, die du momentan aufgestellt hast. Zeig uns doch am besten mal deine kompletten Spieler der großen Ligen, damit wir vielleicht ein paar Hybrids zusammenbauen können. Und ich weiß ja, es gibt sehr, sehr viele begabte Buster unter euch, die damit sicher etwas schaffen können. Das ist die Bundesliga-Mannschaft, wie sie momentan aussieht. Also ich mag sehr, sehr gerne dieses 4-4-3-2 mit zwei zentralen Mittelfeldspielern und dann eben der einen Defensivposition. Das hier ist das Konzept, das kennt ihr ja, ne? Eine andere Mannschaft auf die Bank setzen, damit man eben keine Fitnesskarten braucht. Das war die BPL-Mannschaft und die gucken wir uns jetzt auch nochmal kurz an. Also sind schon ein paar zusammengekommen. Ich glaube, 8 Stück habe ich zurzeit aufstellen können. So sieht das hier aus. Und da eben dann die Bundesliga auf der Bank. Ja, Mogala mag ich sehr, sehr gerne. Hart ist ein klasse Torwart. Matic ist klasse. Schwirle. Also ich glaube, von der reinen Stärke hier ist das die Top-Truppe, die wir aufbieten können. Aber auch die BBVA-Mannschaft ist nicht zu verachten, die wir jetzt hier sehen, mit Benzema, mit Groß, zum Beispiel mit Varane, klasse Spieler, Ochoa im Tor, mit Xabi auf der zweiten Zentralposition, Koke haben wir links. Da sind die Italiener, schon mal als kleinen Vorgeschmack. Also nicht wundern, dass da jetzt Kagawa sitzt, das habe ich mal so gemacht, für den Fall, dass wir das wirklich so durchziehen, dass ich ihn einwechseln kann. Aber die restlichen 11 Spieler bekommen dann auch ihre Fitness. So sieht das momentan aus für die Serie A. Natürlich auch mit Basali, mit Chiellini, mit Diego Lopez. Klasse Defensive. Nur das einzige Problem ist momentan Maggio. Der ist eigentlich ein rechter Verteidiger. Momentan da eben auf links. Chemie von 7. Ist jetzt auch kein Beinbruch. Guarin, Strootman, das ist auch super. Biabiani, die alte Pace-Hure da außen auf der rechten Flügelposition. Ja, und das sind die großen 4 Ligen, die, denke ich mal, jetzt schon komplett sind. Hier seht ihr die Ligue 1-Mannschaft. Da fehlt noch ein Linksverteidiger. Ich habe auch keinen, der da sonst hin könnte. Leider Gottes. Unten auf der Bank die russische Garde mit unserem zweiten Informspieler Tosic. Das sehen wir jetzt. Also ich glaube, die Liga hat auch sehr, sehr viel Potenzial. Wie man jetzt hier sieht. Also früher war es eigentlich so, dass ganz, ganz wenige nach Russland gegangen sind. Heutzutage siehst du durch komplett alle Schichten. Lassana Diarra, der ist ein ehemaliger Weltklasse-Spieler, zum Beispiel von Real Madrid. Manuel Fernandez, der hat auch in Spanien gespielt, zum Beispiel Javi Garcia, auch ein ehemaliger Real Madrid-Spieler. Gut, ich glaube, zwei Mannschaften gibt es noch. Die portugiesische Truppe finde ich auch ganz geil, wenn das mal komplett wäre. Na, ihr seht, ein Rechtsverteidiger fehlt noch und ganz vorne gehen wir auch nochmal genau drauf ein. Diego Capel, der Spanier, linker Flügel ist okay, aber Rafa ist auch ein linker Flügel. Gleiches Problem wie bei Maggio. Vorhin in Italien, nur weiter vorne, 7 Chemie, bedeutet das. Und die letzte Mannschaft, die ich aufgestellt habe, die ist allerdings noch ein bisschen das Sorgenkind, weil da noch nicht alles komplett aufgestellt ist und wir sogar noch Bronze- und Silberspieler drin haben. Da seht ihr, hier aber einen sehr guten Torwart mit Muslera. Chana Erkin links ist sehr, sehr stark und vorne natürlich das Beast, Emmanuel Emenike aus Nigeria. Gökhan Töre sehen wir da, den ehemaligen Hamburger zum Beispiel. Ich könnte mir vorstellen, wenn hier noch ein paar gute Spieler dazukommen, da gibt es ja sehr, sehr viele noch. Also ich glaube, das Gleiche, was für die russische Liga gilt, gilt auch für die Türkei. Ist auch schön für den Weltfußball, dass sich das alles nach und nach dann aufbaut. Und auch kleinere Ligen, die dann verstärkt eben mit Topspielern bestückt werden. So, und das ist eben der zweite Wunsch. Ich gehe jetzt mal hier komplett alles durch. Die Spieler, na, ihr könnt ja Stopp machen. Ihr habt einen ersten Überblick drüber. Und ich klicke das dann einfach mal so durch die Goldspieler natürlich. Ne? Die Premier League, da gibt es natürlich sehr, sehr viele. Wie ihr hier sehen könnt, das sind schon anderthalb Seiten, ein, drei, vier Seiten mit nur seltenen Karten. Und das ist eigentlich fast schade, dass ein paar eben durch den Rost fallen. Der Raphael ist auch ein klasse Spieler, der Rechtsverteidiger zum Beispiel. Möglich, da gibt es so viele Möglichkeiten. Und ja, der Sinn soll ja eben sein für die wirklich cleveren Kerlchen unter euch, die sowas gerne machen, diese Squad-Builders. Dass die vielleicht irgendwas zusammenbauen können, was sehr, sehr gut funktionieren würde. Hybrid-mäßig. Ja, ich finde es doof manchmal bei FIFA, dass diese Spieler, die du nicht tauschen kannst, dass die irgendwo hinten hängen. Deswegen stelle ich jetzt erstmal auf Gold hier ein für die nächsten Ligen, dass wir da nicht lange suchen müssen. Ligue 1 ist der nächste Kandidat. Da gibt es logischerweise noch nicht so viele. Aber ein paar sind schon noch dabei, wie Tovin. Wir haben Barrios.
den ehemaligen Dortmunder Origi, linker Flügel. Das kann man natürlich alles noch verwenden, wenn man zum Beispiel weiß, okay, belgische Spieler kann man zusammenpacken und so weiter und so weiter. Hier haben wir die Diana. Mertens ist auch gar nicht drin. Da haben wir gerade Cassano gesehen, den Matthias Fernandes und Ogbonna. Man kann jetzt hier so viele nennen. Montolivo, Zapata. Also da ist es schier unausschöpflich. Also was wir jetzt schon haben. Haben wir schon einige Packs gezogen. Chiellini, Guarin, die sind hier hinten drin. Keita, auch ein sehr, sehr schneller Mann. Der Spanier da von Lazio. Da bin ich wirklich drauf gespannt. Also es ist wirklich jeder aufgerufen, der Squadbuilder gerne macht, der Spaß an dieser Serie hat, der das gerne guckt. Ja, Ribéry, den haben wir leider nicht, ne? Der ist ein Leihspieler. Das Ganze soll ja in Kagawa aufgebaut werden. Das war ja eben der Plan, den ich hatte, weil das ist wirklich schon fast unverschämt gewesen. Das erste Pack, was wir damals in der Web-App sogar aufgemacht haben. Und da war er drin. Und deshalb geht die Serie um ihn. Ich habe auch einen Kommentar bekommen, wo der Zuschauer der Meinung war, er fände es schöner, wenn man das ohne Kagawa macht, aber das will ich eigentlich gar nicht so wirklich. Na, also dieser Kompromiss mit dem Einwechseln bei den anderen Teams, das ging ja möglicherweise auch dann nur mit der Bundesliga-Truppe, aber es muss irgendwas mit ihm zu tun haben. Ansonsten weiß ich nicht, so eine normale Road to Glory ist zwar auch schön, aber man hat so zumindest noch diesen Bezugspunkt, dass uns eben hoffentlich diese schwarze Karte von Anfang bis zum Ende eben durchbegleitet. Das fände ich schon klasse. Insgesamt. Ja, die Spanier habt ihr jetzt auch gesehen. So die vier großen Nationen, die uns natürlich hier im Vordergrund stehen, weil es da einfach die meisten Spieler gibt, ist klar. Wir können, Moment, da war gerade Holland. Gucken wir auch noch kurz drauf, weil der Typ interessant ist. Memphis Depay, linker Flügel. Man könnte ihn eventuell sehr, sehr gut linken mit De Jong, weil es eben auch ein Holländer ist aus seinem Verein PSV Eindhoven. Möglicherweise. Also wenn da irgendjemand von euch eine klasse Idee hat, wie man das zusammenbauen kann aus den Spielern, die wir jetzt schon haben, dann immer her damit. Und ich freue mich da auf wahnsinnig viele Kommentare von euch und Tipps und mögliche Mannschaften. Und ich werde das natürlich dann auch dementsprechend vorstellen. Wenn gewollt, natürlich mit ein paar Daten zum Ersteller des Squads. Mache ich sehr, sehr gerne. So, wir gucken mal, was wir hier noch haben. Da haben wir die russische Liga. Ne, ihr seht jetzt, dass hier sehr, sehr viele Spieler noch drin sind, die ihr jetzt eben nicht gesehen habt. Movsisian zum Beispiel im Sturm, Popov, Kellström. Die es aber einfach nicht reinschaffen, weil die Position dann eben schon besetzt wurde. Timoschuk haben wir da auch noch. Arshavin, ex-Arsenal und vorher Timoschuk, ex-Bayer. Ich weiß auch nicht, woher es kommt, aber ich finde diese russische Liga irgendwie sehr interessant. Also würde mich sehr freuen, auch weil es eben auch dann diesen Toršić betrifft, dass man den da einbauen könnte. Und da eine schlagkräftige Mannschaft aufbauen kann. Und das ist eben dann, wie gesagt, die dünnste Liga momentan, die aber fast schon komplett aufgestellt werden kann. Mit ein bisschen mehr, ich würde sagen, Hintergrundwissen, das ich nicht habe. Also ich bin eigentlich fast schon immer noch ein Noob in dieser ganzen Geschichte hier. FIFA 15, vor allem der Ultimate Team. Das geschulte Auge von euch hat mit Sicherheit da schon ein paar Möglichkeiten jetzt erkannt, wie man das machen könnte. Okay, jetzt wisst ihr Bescheid. Ich habe das sehr, sehr gerne gemacht, dieses kleine Extra-Video. Ich habe noch mindestens eine Gameplay-Folge vor, euch zu zeigen, in kompletter Länge, mit dem neuen Konzept. Ja, und bedanke mich fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß an der Serie und schreibt mir eure Vorschläge. Euer Baumi, macht's gut. Ciao, ciao.